Das waren zum Teil schon sehr, sehr heftige Bewegungen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Heute geht es etwas ruhiger zu, wenig Veränderung in den Indizes. Das Volumen, das Handelsvolumen deutlich geringer. Also es ist so eine Art Auspusten nach dem, was wir vor allem gestern gesehen haben, als ja etwa der Nasdaq um 3% gestiegen ist. Nach den Turbulenzen der Vorwoche, als es überwiegend nach unten ging wegen Omikron und der hawkischen Wende der Fed. Jetzt also nochmal neu sortieren und jetzt rücken eben zwei Dinge in den Fokus, die wahrscheinlich darüber entscheiden, ob wir eine Jahresendrally sehen oder eben doch nicht. Die Bullen haben sicherlich eine große Schlacht gewonnen gestern, aber ist der Krieg schon gewonnen? Noch nicht. Das wird eben von diesen zwei Dingen abhängen, nämlich von der Inflation in den USA und vor allem von der Reaktion der US-Notenbank Fed auf diese Inflation. Klar erwarten alle, dass das Tapering beschleunigt durchgeführt wird, aber wie aggressiv, wie hawkisch wird die Rhetorik der Fed sein? Oder wird sie es nicht sein, wird Jerome Powell dann die Märkte wieder beruhigen und sagt, ja, okay, Tapering ziehen wir schneller durch, aber mit den Zinsanhebungen, da wollen wir doch mal gucken, entspannt euch alle. Dann wäre natürlich der Weg für die Jahresendrally frei. Schauen wir uns jetzt mal die aktuelle Konstellation zwischen Bullen und Bären an. Und wie Sie wissen, bin ich natürlich immer auf der bullischen Seite, meine Damen und Herren. Hier sehen wir den S&P 500 in einem Chart von Northman Trader. Wir sehen oben hier der RSI völlig überdehnt, völlig überkaufte nach der gestrigen Rallye mit einer negativen Divergenz. Wir sind dann an eine Trendlinie rangelaufen beim S&P 500, fast das Allzeithoch erreicht. Ich glaube, ein halbes Prozent hat noch gefehlt und sind da jetzt erstmal zum Stehen gekommen, beziehungsweise leicht abgeperlt. Rüdiger Born würde sagen, dynamisch nach oben und dann zappelig nach unten ist ein gutes Zeichen, kann durchaus sein. Das werden wir sehen. Schauen wir uns dann mal den Nasdaq an. Da war ja die Situation, dass der Index in der Nähe der Allzeithochs gehandelt hat, aber gleichwohl die allermeisten Aktien in einem intakten Bärenmarkt waren, also mindestens 20% verloren hatten. Es gab bis vor kurzem noch so viele Aktien im Nasdaq, die auf einem 52-Wochen-Tief handelten, wie seit März 2020 nicht mehr, also dem Corona-Crash. Und jetzt sehen wir, ist dieses dicke Rote, was Sie hier also sehen, also die Anzahl der fallenden Aktien, das ist neue Hochs, neue Tiefs, Advanced Decline, oder eben diese Hochs, die wir sehen in den einzelnen Aktien oder eben die Tiefs, da sehen wir, da hatten wir vorher viel mehr Tiefs gesehen. Jetzt hat sich das ins Positive gedreht. Das gab es auch schon mal vor ein paar Jahren. Da folgte dann aber sozusagen nochmal ein ziemlich herber Abverkauf. Das muss sich nicht wiederholen, aber es kann sich eben wiederholen. Es ist ein Kampf um Kontrolle. Und dementsprechend ist das noch ein Kampf zwischen Bullen und Bären, auch wenn die Bullen natürlich schon siegessicher sind, vor allem mit dem gestrigen Tag, und sagen, Jahresendrally ganz sicher, die ist eingeleitet, die wird sich nicht mehr, man wird sich da nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen. Vielleicht ist das so, aber wir wissen es eben noch nicht. Hier mal der WIX, auch ein Chart von Sven Henrik. Hier sehen wir, da sind wir an die obere Trendkanalbegrenzung rangelaufen, sind dann aus diesem Trendkanal rausgefallen, haben jetzt zwei Gaps geschlossen und das zweitunterste Gap, das haben wir jetzt von der Oberseite her erstmal angelaufen, dann eine kleine Drehung, also die Volatilität ist nicht weiter runtergegangen. Schauen wir mal, wie das weiter hier sich entwickelt, aber klar, der WIX vom RSI, von der ganzen Überkauftheit der Situation war das auch schon ein Stück weit am Anschlag, als letzte Woche diese Panik teilweise an den Märkten gewesen war. Und ja, diese Panik, die ist begründet, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich muss diese Grafik ein bisschen verkleinern, damit Sie das sehen. Und da sehen wir hier eben, dass die Dinge natürlich schon extrem waren. Da waren vor allem diese spekulativen Aktien, Speculative Names, die waren schon massiv unter Druck. Und jetzt sehen wir diesen Squeeze nach oben, vorwiegend wahrscheinlich ein Short Squeeze. Das heißt, da war man einfach sehr, sehr krass überverkauft. Jetzt schnappt das mit einem Karacho zurück. Ist das deswegen ein Bullenmarkt, was diese spekulativen Namen betrifft, also vor allem unprofitable Tech-Unternehmen etc.? Nein, das ist kein Bullenmarkt, das ist eine Bärenmarkt-Rallye, könnte man das bezeichnen, zumindest in diesem Sektor. Das betrifft ja nicht die anderen Sektoren. Jetzt muss ich mal schauen, dass die Grafiken auch hier passen. Und wir sehen auf der anderen Seite eben, dass wir hier
auch einem Wahnsinnsbedürfnis nach Absicherung hatten. Put-Call-Ratio, hier sehen wir, da waren so viele Puts wie schon lange nicht mehr am Start in Relation zu Calls. Man gab mehr Puts als Calls, was ungewöhnlich ist. Normal gibt es immer viel mehr Calls als Put. Das heißt, dass die Leute überwiegend auf steigende Kurse wetten. Diesmal war es anders. Und vor allem auf fallende Kurse gewettet hatten Ende letzter Woche die Hedgefonds, die ohnehin schon eine miserable Performance jetzt im November hingelegt haben. Das war die schlechteste Performance der Hedgefonds durchschnittlich seit März 2020, also seit dem Corona-Crash. Und die haben jetzt nochmal gesagt, scheiße, das ist irgendwie schiefgelaufen alles, jetzt gehen wir auf die Short-Seite. Und das sind vorwiegend diese Hedgefonds, die gegrillt wurden, die Short standen und damit eben so eine Art Short-Squeeze ermöglicht haben, der dann sich gestern vor allem manifestiert hat, zusammen mit Buybacks, also mit Unternehmensrückkäufen. Da endet ja bald so ein bisschen das Fenster für diese Buybacks. So Ende November, Ende Januar beginnt die US-Berichtssaison auf Hochtouren zu laufen, wo also dann die Unternehmen ihre Zahlen aus dem vierten Quartal bringen werden. Und vier Wochen davor ist der Schluss mit Buybacks, ist die sogenannte Blackout Period. Da darf man also nichts mehr selber kaufen, darf man die eigenen Aktien als Unternehmen in den USA nicht mehr zurückkaufen. Gucken wir mal auf einen stützenden Faktor, wieder heute Apple mit neuem Allzeithoch. Geht weiter nach oben, knapp 174 Dollar. Warum? Weil Nikkei gemeldet hat, dass Apple eben jetzt die iPhone Orders wieder beschleunigen möchte bei den Zulieferern. Kurz vorher hieß es, man habe die Zulieferer gewarnt, dass man doch weniger bestellen werde oder weniger brauchen werde. Da ist die Aktie ein bisschen gefallen. Jetzt steigt sie das Fünffache, Sechsfache, nachdem praktisch das jetzt rückgängig gemacht wird. Also so richtig logisch ist das nicht. Da sieht man eben diese Frenzy, diese Euphorie, die Angst, eine Jahresendrally zu verpassen in den großen, schweren Tech-Aktien wie einer Apple. Jetzt hat Apple 618 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung gewonnen dieses Jahr. Das ist mehr als 492 der 500 S&P 500 Aktien haben. Und das sagt so ziemlich alles über die Marktbreite in diesem Markt. Und apropos Markt, JP Morgan hat es gesagt, also unsere Prognose ist 2022, da wird wieder alles sein wie vorher, wie vor Corona. Wir werden ein Full Global Recovery haben, also die Wirtschaft wird sich erholen, das Ende der Pandemie wird der Fall sein, ein Return zu einer normalen Ökonomie und Market Condition we had prior to the Covid Outbreak, also Marktbedingungen, wie wir sie hatten vor der Corona-Krise, aber das kann sich keiner wünschen, meine Damen und Herren, denn was wären die Märkte eben gewesen ohne die Fed und die EZB und Konsorten? Da war ja die Party deswegen groß, weil die eben praktisch all in gegangen sind. Wenn wir jetzt kein Corona mehr hätten, das wäre eine ganz schlechte Nachricht für die Märkte. Also dann brauchen wir vielleicht was anderes, was wir aus dem Hut zaubern, weswegen die Notenbanken dann natürlich unbedingt weiter irgendwas tun müssen. 2022, so sagt es JP Morgan, ist man mit einem Kursziel von 5050 Punkten mit dabei. Gestern ja diese Omikron-Rallye. Weil man sich gesagt hat, ist nicht schlimm, ist halb so wild. Und die gucken wir zunächst nochmal auf den Arbeitsmarkt. Die Fed hat ja zwei Aufträge, angeblich Preisstabilität. Da hat man sich in letzter Zeit jetzt etwas weniger gekümmert. Und Arbeitsmarkt, da muss Vollbeschäftigung her. Und gucken Sie mal, 11 Millionen neue Stellen heute im JOLTS Report. Also es gibt 11 Millionen angebotene Stellen, aber es gibt viel weniger Arbeitslose als angebotene Stellen. Die zahlen deutlich besser als erwartet. Das zweite Mal jetzt, dass man mit 11 Millionen Stellen dabei ist. Das sechste Mal überhaupt in der Geschichte der USA, dass es über 10 Millionen angebotene Stellen gibt. Jedenfalls sehen wir, dass der Lohndruck auf allen Fronten der Fall ist. Durchschnittlich rechnen die US-Unternehmen damit, im nächsten Jahr die Löhne um 3,9% anzuheben. Und vor allem ein Treiber ist Amazon. Da hat man den Durchschnittslohn jetzt auf 18,32 Dollar angehoben und das sind ja teilweise nicht sehr qualifizierte Mitarbeiter, nicht alle, aber doch ein Teil davon. Und das übt Druck aus, auch auf andere Bereiche. Amazon ist eine solche Krake und das zieht dann eben weitere Kreise. Und hier nochmal zu diesen Job Openings. Hier sehen wir, dass wir 11 Millionen neue Stellen hatten, aber wir haben nur 6,9 Millionen Arbeitslose, offiziell Arbeitslose. Das heißt, es gibt 4,1 Millionen mehr Stellen, wenn man den Statistiken trauen kann, als Arbeitslose. Und dass da natürlich, dass die Leute sich dann denken, naja,
Dann, wenn ich also ein knappes Gut bin, nehme ich meine Arbeitskraft, dann fordere ich höhere Löhne. Das ist doch relativ logisch. Hier sehen wir einfach, wie die Dinge sich in Richtung der Arbeitnehmer verschieben derzeit oder seit einiger Zeit. Und das wird sich durch die Demografie ohnehin noch weiter beschleunigen. Ein hochgradig inflationärer Faktor. Und jetzt kommt Bill Dudley, das ist der ehemalige Chef der New York Fed, der heute gesagt hat, also ich glaube, die Märkte unterschätzen ein bisschen diese hawkische Wende. Die Fed ist absolut resolut jetzt in ihrer Haltung. Die wird ein schnelleres und largeres, also eine schnellere und weit gefächertere Straffung der Geldpolitik verkünden oder wird sie durchführen wollen. Das haben die Märkte noch nicht anticipated, also die Märkte rechnen noch nicht so richtig damit. Das ist das sogenannte Omikron-Virus, das da um sich greift. Also das ist eben jetzt dieser Kampf zwischen Bullen und Bären. Die Bullen sagen, ja, die werden ein bisschen das Tapering beschleunigen, aber sonst ist alles gut. Die Bären bekommen ein bisschen Futter durch solche Aussagen von Bill Dudley, der ja in der Fed natürlich nach wie vor extrem vernetzt ist. Da kann man schon sich vorstellen, dass der mit dem einen oder anderen noch spricht, der innerhalb der Fed noch Entscheidungsgewalt hat. Aber wir werden sehen. Und warum ist die Fed so resolut? Weil eben eines nach oben überrascht, nicht die Wirtschaftsdaten, sondern die Inflationsdaten. Wir haben ein neues Allzeithoch beim Citi Global Inflation Surprise Index, also praktisch die Abweichung der erwarteten Daten zur Inflation zu den dann faktisch reinkommenden Daten. Hier sehen wir, wie das nach oben gekommen ist. Und deswegen weiß Joe Biden, da muss ich was machen, weil sonst kriege ich richtig Ärger. Sonst ist Schluss mit den Midterm Elections, dann werden die das totale Desaster. Also muss ich diesen Preisdruck irgendwie in den Griff kriegen. Dazu brauche ich eine hawkischere Fed. Das hat er offenkundig Jerome Powell mit auf den Weg gegeben, der seitdem wie ausgewechselt ist und sagt, ja, Inflation nichts temporär, Inflation müssen wir bekämpfen. Wir müssen Tapering beschleunigen. Also 180 Grad Drehung von Jerome. Am Freitag kommen ja jetzt die CPI-Daten, also die Verbraucherpreise aus den USA, erwartet 6,7%. Wenn es so kommt, dann wäre das die höchste Steigerungsrate seit den 1982, also schon ein bisschen her. Damals waren die Leitzinsen teilweise so bei 14-15% in den USA, als wir solche Inflationszahlen hatten. Jetzt sind wir bei 0 bis 0,25 und die Notenbank packt ja noch zusätzlich Liquidität in die Märkte durch ihr Quantitative Easing. Also das wird wichtig hier, 14,30 eben diese Daten zur Inflation. Da ist die Frage, Mieten sind ein ganz großer Faktor, die Löhne sind ein großer Faktor. Wir werden sehen, wie die Daten reinkommen und vor allem, wie die Fed dann drauf reagiert. Omikron ist Geschichte. Vielleicht, man weiß man nicht, jedenfalls BioNTech und Pfizer heute wieder mit einer sehr optimistischen Meldung. Man würde also mit 3 Impfungen würde man das Omikron, die Omikron-Variante neutralisieren. Naja, BioNTech und Pfizer hatten uns auch im November 2020 erzählt, zu 95% keine Ansteckung mit Corona durch eine Impfung. Das war dann in der Summe doch ein bisschen wenig. Aber was doch relativ klar ist, die schweren Verläufe werden verhindert oder werden deutlich weniger wahrscheinlich. In Südafrika jedenfalls sehen wir, dass die Todesraten doch nach oben gegangen sind jetzt in den letzten Tagen. All das ist noch ein bisschen undurchdringlich. Man hat einfach noch schlichte zu wenig Gewissheit. Gewissheit gibt es aber, dass auch hierzulande die Inflation massiv steigt. Wir sehen jetzt hier die German Power Prices, also praktisch die Strompreise. Neues Allzeithoch mit 180 Euro für die Megawattstunde. Damit haben wir einen neuen, haben ja praktisch ein neues Top gemacht. Und da wir eine so empathische Außenministerin jetzt haben mit Frau Baerbock, die gern bei Putin auf dem Schoß sitzt und mit ihm ein bisschen flirtet. Nein, das war natürlich ein Scherz und auch mit den Chinesen hat sie es nicht so, gell? Dementsprechend wird das vielleicht alles noch ein bisschen komplizierter. Dazu kommt diese ganze Nord Stream-Thematik in diesem Konflikt zwischen den USA und Russland über die Ukraine. Also das wird noch ein sehr lustiges Spiel und die Inflation fängt manchmal im Kleinen an. Heute die Information eines Freundes von mir, der sagt, der im landwirtschaftlichen Bereich extrem gut vernetzt ist, der sagt, es drohen jetzt Preisanhebungen auf breitester Front, zum Beispiel bei Eiern.
Da ist wohl der Trend dahin, die Preise um 15% anzuheben. Die Kosten sind gestiegen, etwa um 12%. Futter, Dünger, all diese Dinge. Dazu die Küken, die männlichen Küken, die man nicht mehr töten darf. Die muss man dann aufziehen. Das verursacht Kosten. 3% will man sich dann selber gönnen. Und das wird bei den Eiern eben nicht das Einzige sein, sondern Sie werden erleben, dass ab 1.1. nicht nur die CO2-Abgabe steigt, sondern dann gleich ein riesiger Push kommt an Unternehmen, die sagen, oh, wir müssen leider die Preise anheben. Die Daten des IFO-Instituts zeigen ganz klar darauf hin. Ja, neue Regierung ist das Stichwort, warum Olaf Scholz seine Kanzlerschaft einem Molotow-Cocktail verdankt. Ich hatte das heute Morgen schon angekündigt. Eine kleine Geschichte, die ein Schlaglicht wirft, wie manchmal die Dinge knapp laufen, wie zwischen Scheitern und maximalem Erfolg oft nur eine Haaresbreite ist. Und so war das bei Olaf Scholz auch damals beim G20-Gipfel 2017. Warum? Das können Sie nachsehen unter dem Video. Ich werde das verlinken. Schauen Sie sich das mal an. Das hat mich zurückversetzt in diese Tage, die auch für mich persönlich ziemlich aufwühlend waren. Damals eben im Juli 2017 beim G20-Gipfel. Das werde ich, wie gesagt, unter dem Video verlinken. Wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend. Wir sehen uns morgen früh zum Videoausblick. Servus und ciao.